Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed 2 mit Ezio in der Hauptrolle. Tja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, ich reiße erstmal hier den Steckbrief ab. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Doch, aber willst du das durchsetzen? Willst du das durchsetzen? Willst du dich mit mir anlegen? Ich glaube eher ja nicht, ne? Okay, haben wir hier sonst noch was zu erledigen? Sieht nicht so aus. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wo die Dings sind. Hier, oh, okay. Schon 7000 in der Villa. Sie sollte langsam mal zurückkehren, ha? Hier, die Fragmente meine ich. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wo die sind. Aber gut, dann wollen wir mal. Ich beklaue den erstmal, ne? Ich meine, der hat mehr als genug. Der hat uns ja schon mal Geld gegeben. Hi! Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Tja, sollte man eigentlich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Stimmt, wir gehen ja nach Venedig. Hatte ich ja schon mal gesagt. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Ja. Aber seid gewarnt. Er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Ja. Das heißt, wenn wir nicht gerade gesucht werden... Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Ja. Dann können wir zum Beispiel bei Dächer gehen und sowas. Klauen und töten ist halt immer noch scheiße. Ne? Aber wir dürfen halt an die Dings vorbei. Ah. Und das halt, ne? Ich glaube, es sei denn, wir töten, aber ich bin mir gerade nicht sicher, was wir alles machen können und was nicht. Das ist schon so lange her. Achso, okay, ja gut, dann. Ich würde gerne vorher nach Hause. Reise ich danach gleich zu Venedig? Das wäre natürlich doof. Weißt du was? Ich fahre erstmal nach Hause. Das heißt fahren, aber, ne? Warte mal, haben wir eigentlich bei uns in der Nähe auch so ein Schnellreisedings? Doch, da oben, ne? Warte. Einmal in die andere Richtung wieder. Okay. Dann können wir nämlich kurz nach Hause. Unseren Dings da abholen. Unser Geld aus der Truhe. Und ja. Vielleicht schon mal wieder was aufbauen. Ach, da ist er. Signore. Nein! Verdammt. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich hasse euch. Ich hasse euch! Ich muss das machen. Die Tore sind auch zu. Verdammt. Ich darf nicht mal eben weg. Ja, das ist der Nachteil, ne? Das ist der Nachteil, dass es eins der früheren Teile war. Wenn du irgendwas angefangen hast, du musst es beenden. Du musst es halt beenden, ne? Bei den neueren Teilen, okay, ja. Oh, du hast diese Mission angefangen? Ach. Egal, wo du hingehst. Das ist scheißegal. Oh, mach du mal. Ich meine, du musst trotzdem die Mission zu Ende machen, aber...
Ne, und kannst keine andere Mission anfangen, aber alles andere ist scheißegal. Mach. Mach, wie du denkst. Ne? Beweg dich frei in der Umgebung, ist schon gut. Ich bin nur eine einfache Magd. Ich gehe. Ja, ja, komm. Ist gut. Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe euch anscheinend gestört. Ja, absolut. Entschuldigung, danke. Au. Lieber Gott, noch so aus dem Süden. Ich habe meinen Hals aber verrenkt beim Niesen. Es hat gerade richtig hinten gezogen. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her. Ich verspreche euch, ihr werdet zufrieden sein. Ach, wir sollen nur zu Leonardo. Sag das doch. Leonardo. Leonardo. Nicht mehr da? Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, Tja. Amico. Was für ein Zufall. Leonardo ist auch in Venedig. Das nenne ich doch mal Zufall. In die Berge. Aber jetzt darf ich schnell reisen, ne? Hoffe ich doch. Dann, welchen nehmen wir denn mal? Falls ich nämlich das nicht kann, würde ich gerne schon hier sein. Einfach nur, in die Richtung. Einfach nur, um dann schon mal, da zu sein. Wenn ich nicht schnell reisen kann, wenn ich wenigstens raus kann, können wir wenigstens, reiten, ne? Können wir uns wenigstens manuell in die Richtung fortbewegen. Ich will ja nur kurz die Dings leer machen und ein bisschen was von unserem Dörfchen da verbessern. Mehr nicht. Nur die Truhe leeren, Dorf verbessern und dann gehen wir schon wieder. Ne? Naja. Lass ab von mir, Mistkerl. Wache! Ich laufe hier nur rum, ich bin ihnen nicht mal hinterhergerannt. Und die Wache brauchst du auch nicht rufen, wenn ich nichts tue, dann machen die nichts. Ich trage den Umhang der Medici. Die sind auf meiner Seite, ja? Bro. Na gut, dass ich die Codex-Seiten schon hab. Weil ich glaube, das, beschützt der Umhang nicht. Wenn ich dann für die Codex-Seiten töte. Oder hätte ich dann einfach an die vorbeiziehen können? Ich glaube nicht. Ah, ist wieder offen. Na, eigentlich kann ich auch reiten, ne? Da. Ja, wir müssen wahrscheinlich nach Forli, ne? Ja. Aber erstmal geht's wieder dahin. Nö. Genau. Jupp. Können wir unser kleines Kaff da mal ein bisschen verbessern und dann passt das schon, ne? Geht sofort weiter. Ja, ist mir klar, aber in diesem Gebiet brauche ich keinen Umhang. Das wird erst wieder spannend, wenn wir in Venedig sind. Weil da hat er ja auch, ne? Keine Wirkung. Da können wir uns dann auch später wieder einen Umhang besorgen. Der da eine Wirkung hat, aber eigentlich spielerisch interessiert mich das eher weniger. Ich habe vier aus Blei und Granatapfel gebracht. Ne, weil wir da meistens ja schon alles gemacht haben. Aber gut. Ne? Useless sind sie trotzdem nicht. Auch wenn es sich so anhört. Ich
würde gern die Villa eher machen. Die sieht schon echt abgeranzt aus. Aber gut. Ich glaube, das kommt sogar noch. Wenn sie nicht sogar schon da drinnen steht. So. Dann wollen wir mal. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, deswegen spreche ich dich an. Das war der Plan. So, genau, der war so teuer, ne? Dann können wir... Ja, komm. Dann haben wir zumindest schon mal alles in den Schmied investiert und dann können wir hier später das machen. Aber hier kommen. Können wir auch schon mal machen. Kriegen wir anscheinend auch Rabatt. Wahrscheinlich für Bilder, die wir hier dann aufhängen können, ne? So. Mehr brauchen wir auch nicht für unterwegs als 2000. Das reicht. Ach ja, was für ein kleines, schönes Örtchen, ne? Oh, ich mag's. Irgendwie, ich fühl mich hier wohl. So ein Hub, wo man immer wieder zurückkehren kann, wo man halt auch safe ist und so. Ne? Das mochte ich ja auch schon in, auch in Valhalla. Mochte ich das auch. In Odyssey hat mir das so ein bisschen gefehlt. Ich meine, ja gut, da hatten wir die Radrastea und, ne? Das sollte irgendwie der sichere Hub sein und das sollte irgendwie zeigen, dass sie halt, ja, unterwegs halt ist und kein festes Zuhause hat und, ne? Ah ja, stimmt, da war ja der Altarraum. Kodexwand. Das. Ne, dass sie halt wirklich, ja. Die Reisende quasi ist. Aber gut, dann wollen wir mal. Auf geht's. In neue Gebiete. Ne? Ja, ich weiß. Es geht zwar gleich weiter, aber danke. So, einmal hier. Hätte ich gleich machen sollen, ne? Damit wir ein bisschen schneller sind. Naja. Jupp, wir wollen in die Berge. Ne, einmal in die Berge. Passt schon. Warte. Ich glaube, ich weiß, wer sich da vorne befindet. Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Ah ja. Mal sehen, sieht's ob ich aus. Kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Ich denke schon. Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Eine Flugmaschine. Eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Tja. Zum Teufel. Ich halte das nicht aus. Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Ich weiß, wohin du willst. Wir wollen auch dahin. Wir haben es herausgefunden. Ja, komm. Wir fahren zusammen. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich.
Versteck dich! Sie versuchen rauf zu klettern. Wirf sie wieder ab! Edson, jemand ist oben drauf. Zwei enge Kurven, um ihn abzuwerfen. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Lassen erstmal hochkommen. Ich würde gerne schneller reisen. Okay. Ups. Halt dich gut fest. Das wird ein bisschen hart. Ja. Juh. Tja. Nein, bitte nicht. Ich bin doch nur ein Radreisender. Oder ein Wagenreisender. Aber im Räder. Ach komm, das schon wieder. Ging auch schon mal besser. Ja. Sei vorsichtig, oder wir können sie nicht mehr reparieren. Halt los, Ezio, fast geschafft. Ja, danke. Du könntest ja auch mal nach denen pieksen oder so. Los, Leonardo. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Okay. Okay. Ich habe ihn! Halt ihn von hinten! Nein! Er wird schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Ein paar letzte Worte für dein Weib. Zwei Treffen. Er wird schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Los, vor ihm setzen. Ein paar letzte Worte. Oder was hat er jetzt? Er wird schnell müde werden, also nicht so. Los, yes! Vor ihn setzen!
wie ein Ferkel aufgespießt und auf der Piazza gegrillt. Hab sie von hinten! Obwohl, es reicht. Nein, das wollte ich nicht. Kannst du nicht mal kontern? Wird deine Häutung ein Vergnügen sein. Versuch's, ja? Ja, ja. Schnell, er entkommt uns. Ha, dieses Mal entkommt er nicht. Leute mit Rüstung. Geht doch. So. Dann holen wir uns schnell noch die anderen. Ich meine, ich hätte auch dahin laufen können. Aber ja. Ne? Jetzt ist es nun mal so. Ich meine, es kommt uns zugute, umso weniger Verfolger haben wir dann in Venedig. Rede ich mir mal ein. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Weil Entkommen als Entkommen zählt. Ach. Ja gut, wenn wir eh nicht reisen müssen, dann lad. Dann lad halt. Ja, Vibriercontroller. Während ich gerade was trinke. Das ist super. Erst recht, wenn du auf dem Boden landen willst. Ach so, okay. Mhm. Ich habe gedacht, es wird mehr geladen, aber danke. Wird jetzt doch mehr geladen? Darf ich jetzt doch weiter trinken? Was ist dein Plan, Spiel? Oder wolltest du mich einfach nur erschrecken? Salve. Mhm. Ich weiß. Stimmt, wir müssen ja erstmal gucken. Da vorne. Hätte sie ja wenigstens ein Pferd krallen können. Ach ja, hier. So.
Ja, das geht schnell. Nicht das Gefühl. Okay. So. Dann wollen wir mal. Ich höre auch schon wieder was, ne? Ach, da. Hör ich dich? Habe ich dich vernommen? Ey, mein Geld. Sag nicht oh. Ich habe es für mich beansprucht, also es ist meins. Ja, ich glaube, das war's. Das ist eher ein Ohr. Dein Ohr ist nicht so wichtig, aber mein Ohr ist wichtig. Sorry. Dass hier nichts ist, nicht mal eine Feder oder irgendwie so ein Dings. Irgendwas. Okay, dann haben wir jetzt zumindest schon mal die Karte. Ein bisschen aufgedeckt. Ah, und dadurch haben wir jetzt die anderen sehr schön freigeschaltet. Ja, man kann ja nochmal schauen, ne? Ob nicht doch was da ist. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. Ja. Außer, dass du im Weg gestanden hast. Okay. Dann wollen wir. Oh, ich muss über die Brücke. Ich war etwas vorschnell. Ach, eine Nase schon wieder. Ist momentan ultra empfindlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Was? Wie? Ich bin gerade erst angekommen. Welche guten Taten? Dass ich versucht habe, auszuweichen? Naja. Wenn da schon gute Taten sind, will ich nicht wissen, was schlechte Taten sind hier. Also hier, in dem Ort, ne? Egal. Es ist früh und ich bin müde. Aber was ich sagen will, ist, glaube ich, klar. Ach komm. Geh einfach da hoch. Dankeschön. Weil wenn das schon gute Taten sind, will man die schlechten nicht kennenlernen. Ach, da oben. Da haben wir was. Jupp. So langsam, aber sicher. Ne? Einmal nach oben. Sieht noch weiter nach oben? Okay. Cool. Ah ja, da. Da ist es. Okay. Bitte nicht nachmachen. Das sieht sehr weit oben aus. Sehr weit hoch. Und ich bin schon wieder grammatikalisch, bin ich schon wieder satztechnisch on point. Das wird ein tiefer Sturz. So. Tief gefallen, aber trotzdem wäre ich gelandet. Eieieiei. Das ist ein, großer Ort. Boah, ich habe auch so wenig Erinnerungen, ne? Das ist echt schlimm. Oh, wir haben uns ein anderes Pferd gekrallt. Egal. Das andere hat sich schon beschwert. Aber dann kannst du wenigstens pausieren. Ist doch auch mal was. Ne? So ein bisschen was weiß man halt immer noch, aber, ne? So manche Dinge entfallen einem auch.
Darf ich hier rüber? Nee, ich glaube, Pferdchen kriegt das nicht hin. Ah, da ist eine Brücke. Die hab ich nicht gesehen. Oh Gott. Ezio, hier drüben. Nein. Das hatten wir schon mal. Entschuldigung. Ich will nicht sterben. Nein, du musst nur aus dem Weg gehen. Warum ist die Brücke so voll? Meine Güte. Bildet doch mal rein. Nein. Kannst noch tausendmal rufen. Ich komme noch nicht. So. Ende der Geschichte. Ich höre schon wieder was. Ah, da unten. Ja, komm. Och, lass doch mal los. Meine Nase juckt. Ich will nicht tausendmal Kreis drücken. Meine Güte. Ezio ist halt auch echt schlimm. Was das angeht. Ah, jetzt können wir ihn sogar hören. Ich will doch nur die Umgebung. Mehr nicht. Das hatte ich, glaube ich, früher auch schon. Ich habe mich damals auch schon von ihm anbrüllen lassen, dass er da drüben ist. Und ihn einfach gekonnt ignoriert. Ganz einfach. So, das können wir auch gleich machen, ne? Dann haben wir das wenigstens. Dann reiten wir zwar neben vorbei, aber... Wie gesagt, ich kann ihn gekonnt ignorieren. Fällt mir gar nicht mal so schwer. Ne? Also es geht nämlich die Hauptquest weiter. Nein. Vergiss es. Du kannst noch tausendmal rufen. Ich ignoriere dich. Es fällt mir schwer, weil ich dich mag, aber... Ich muss. Weißt du? Ich habe zu tun. Ich bin nicht Ezio. Vielleicht bin ich ja gar nicht Ezio. Vielleicht bin ich ja, I don't know. Ich will den Witz nicht bringen. Ich bin jemand anderes. Ich bin nicht Manuel Neuer. Vielleicht bin ich ja dein Vater. Also sein Vater. So, hier oben soll auch noch was sein. Ach komm, mach doch mal hin hier. Ich hab hier was gehört. Ah, da. Warte. Nein! Nice. Er sollte sich festhalten. Er sollte sich eigentlich festhalten. Ich wusste doch nicht, dass er sich gleich ganz loslässt. Und dann so macht. Meine Güte. Das war so klar. Naja, wenigstens sind wir zumindest in der Nähe. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Ich bin froh, wenn wir hier weg sind. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich will zumindest die Dings mitnehmen. Nein, danke. Nix hier drüben. Ich weiß ja jetzt zumindest so ungefähr, wo es ist. Ich habe erst gedacht, das ist eine Feder, die weiter oben ist. Aber hey, wir haben danach gesucht. Jetzt ist es da. So, ich weiß jetzt ungefähr, warte, hier. Und dann statt in die andere Richtung gehen wir jetzt mal hier lang. Ist auch sehr nett versteckt. Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist?
Das Netz der Geschichte fängt die Hunden und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Ja. Okay. Es ist wieder das. Okay. Wieder dran gewöhnen. Damit komme ich zurecht. Nein! Wie mache ich den äußersten Ring? Warte, ich weiß, wie ich den äußersten Ring mache. Warte. So mache ich den äußersten Ring. Oh, ich habe den Text gar nicht vorgelesen, sorry. Ich war so darauf erpicht, weiterzumachen, weil wir ja auch nicht, ne? Ich auch nicht so viel Zeit habe. Und ich weiß, wie schwierig die anderen sind. Okay, warte, das sieht gut. Ja. Richtig aus zumindest. Warte. Boah, ist das schwierig. Warte. Okay, und dies alles geschah im Geheimen. Ich habe den ersten Text nicht gelesen, sorry. Ja, okay. Und Kain sprach, ich bin wahrhaftig Mahan, der Meister deines großen Geheimnisses. Warte. Ja, das war so klar. Okay, warte. Okay. Darum wurde Kain Meister Mahan genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. Genau, der Satan... Obacht. Das keins Mal. Ah ja. Und der Satan sprach zu Kain, schwöre mir bei deiner Kehle und wenn du es verrätst, wirst du sterben. Und dies alles geschah im Geheim. Und Kain sprach, ich bin wahrhaftig Mahan, der Meister deines großen Geheimnisses. Darum wurde Kain Meister Mahan genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. Okay. Machen wir mal eben. Okay. Ah, jetzt haben wir das herausgefunden. Aha. Ja, bald werden wir das ganze Video haben. Cool. Dann gehen wir... Ja, ich weiß, dass du da drüben bist. Gehen wir noch schnell hoch. Nehmen mal kurz die Dings mit und dann beende ich erstmal den Part für heute. Und weiß ich wenigstens, dass er gespeichert hat. Nein. So, danke. Komm, beeil dich. So.
cool. Na dann, würde ich mal sagen, das war's erstmal heute mit dem Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.